Tschüssler gegen Stefanie Noppinger. So, ich kann es nicht einschätzen. Macht eine Steffi Noppinger einen Fehler? Kann eine Aline Schüssler ihr davonziehen? Das ist der Kampf, boah, den wir... Steffi ist besser im Schwung. Steffi, ja, geht jetzt aber auf jetzt jeden... Sind sie parallel. Aline geht mit, jetzt Aline sind sie geht parallel. Mit. Jetzt sind sie parallel. Ja, lecko mir. Also das ist gerade so, jetzt gehen sie beide auf die Matte. Jetzt geht's auf die Matte für beide. Ja. Gleich auf. Hangel-Mikado. Steffi ist ein bisschen besser drin, ne? Ja, ja, Steffi ist auch etwas leichter. Das ist wieder so ein Hindernis, da beide viel Kraft haben. Mhm, ist hier vielleicht das Kraft-Gewicht-Verhältnis etwas besser bei Steffi. Und jetzt holt sie sich einen kleinen Vorsprung raus. Keine Ahnung, ob das schon der Entscheidende ist. Es geht um mindestens 25.000 Euro. Also die hat die Siegerin dieses Duell sicher. Vielleicht geht noch mehr. Vielleicht schrubbt auch eine von beiden, nämlich die Siegerin, alle Männer weg. Gleich an der Himmelsleiter und am Power Tower, ich weiß es nicht, aber... Ja, aber diese Pausen, ne, diese Pausen, die da gerade Steffi macht, die sind so wichtig und so von Vorteil. Jetzt geht sie an diese Sprungstangen 2.0. Ja. Da darf man keinen Fehler machen, die sind da oben lose drin, voll im Fokus, direkt über Kreuz gegriffen. Wie sieht's bei... Oh, da hängt sie. Da ist der erste Fehler, da ist der erste sie Fehler. Hängt. Sie hat ein Problem. Sie hängt und jetzt wird das eine ganz enge Geschichte. Steffi ist noch ganz knapp schwungtechnisch vorn. Aber das ist knapp und sie fliegt. Und wenn jetzt Aline sich erzählt, ist Aline Siegerin. Sie muss sich drüben an der Stange halten. Dann hat sie 25.000 Euro. Zeitdruck aber die hat keine Kraft mehr. Die hat keine Kraft mehr. Und sie zieht auch ab. Und das heißt, Steffi Noppinger ist die Siegerin. Sie war am gleichen Hindernis, am gleichen Punkt im Hindernis und sie war die Schnellere. Sie war früher im Hindernis und ist damit Last Woman Standing Ninja Warrior Germany All-Stars 2022. Aline hätte es halten müssen, ja, dann wäre sie vorbeigezogen. Sie war an exakt dem gleichen Element, aber beide sofort abgesperrt. Ja, ich glaube, das Geld... Was ein Duell! Das war schon ordentlich, richtig stark. Ob andere genauso stark sind, das könnt ihr jetzt sehen. Einmal hier die ganze Folge und hier weitere wunderbare Ninja-Videos.